Monitor für Monitor geht sie an, die neue Videowand im Aue-Stadion. Genau 2 Wochen vor Beginn der deutschen Leichtathletikmeisterschaft hat der Vorbereitungsendspurt begonnen. Am Freitag liefen bereits die ersten Bilder auf der neuen Videowand über der Südkurve. Nächste Woche kommt dann das Gerüst weg. 400.000 Euro kostet die Wand, die aus 42 einzelnen Monitoren besteht. Eine Investition, die sich gelohnt hat. Trotz direkter Sonneneinstrahlung liefert die Wand beim ersten Test ein gestochen scharfes Bild. Und auch von der gegenüberliegenden Nordtribüne kann man das Bild noch gut erkennen. Gesteuert wird die Videowand aus der Sprecherkabine auf der Haupttribüne. Damit sie in Betrieb gehen konnte, musste in den letzten Wochen die Stahlkonstruktion für die Videowand millimetergenau angepasst werden. Sie ist tief im Boden verankert, damit es auch bei starkem Wind keine Probleme gibt. Nebenbei wurde am Freitag auch die Tribüne für die deutschen Titelkämpfe vorbereitet. Die Hürden sind geliefert und auch die Netze für die Hammerwerfer stehen bereit. Die Meisterschaften im Kasseler Aue-Stadion können also kommen.